Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Auch in diesem Video möchte ich nochmal eingehen auf unsere Stärke, auf das, was wir sind und auch auf das, was wir in diesem Leben verdient haben, auch auf das, was wir in diesem Leben haben können. Die meisten Menschen, und ich sehe das auch um mich herum, nicht nur jetzt in den schwierigen Zeiten, auch in Zeiten, in denen es vor einigen Jahren vielleicht sogar einigen etwas besser ging, vielleicht ging es einigen Zuschauern auch etwas schlechter. Ich kenne nicht von jedem die persönliche Situation, aber die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, dass sie alles, wirklich alles, alles, alles verdient haben. Sie können es sich nicht vorstellen. Und aus dieser Perspektive heraus, dass ich alles verdient habe, kann ich auch alles, tatsächlich alles bekommen. Wieso können wir uns das nicht vorstellen? Weshalb ist es so schwer? Nun, es ist so schwer, weil wir alle unsere Vergangenheit haben. Auf dieser Erde vor allen Dingen, als Kind. Es wird uns schon als Kind und dann in der Pubertät und dann als junger Erwachsener, es wird uns so anerzogen, wir werden so erzogen, dass wir voll sind mit Schuldgefühle, mit Scham, mit Misserfolge. Jeder Misserfolg, jeden Fehler, den wir machen, wird uns angekreidet als etwas, wo wir ganz böse sind, wo wir es einfach nicht können. Sie kann es einfach nicht. Er kann es einfach nicht. Wie oft wird das gesagt, auch in unserem Berufsleben, aber schon in der Schule? Du kannst einfach keine Mathe. Du bist nicht gut in Mathe. Akzeptier das einfach. Es gibt Lehrer, die uns das sagen. Ja, es gibt auch Lehrer, die uns sagen, dass wir zum Beispiel nicht singen können oder nicht malen können. Das ist super, super, super traumatisierend. Und dann sind wir irgendwann an einem Punkt angekommen, wo wir immer kleiner werden. Wir kommen als großer, kleiner, großer Mensch, als kleiner Mensch mit einer unglaublich großen, starken Seele, die hier ihre Aufgaben erfüllen möchte, kommen wir auf diese Erde und dann werden wir minimisiert. Wir werden immer kleiner gemacht. Wir werden immer kleiner gemacht. Warum? Weil wir nur so natürlich bereit sind, in einer Gesellschaft zu funktionieren, die eigentlich nur eine Illusion ist und der wir eigentlich, man muss es wirklich so sagen, als Sklaven ausgebeutet werden. Ja, auch der Chef mit den Millionen auf dem Konto wird als Sklave ausgebeutet. Denn er nimmt keine einzige Million mit und keine einzige Million wird ihm die Liebe seines Lebens bringen, wird ihm Zufriedenheit und Glück bringen. Es gibt Menschen, die jagen ihr ganzes Leben lang hinter den Millionen her. Die kaufen sich sogar ein teures Auto, um damit Eindruck zu schinden, um damit zu zeigen, wer sie sind. Ich kenne solche Leute, die immer wieder ein neues Auto kaufen, sagen, wie kann das sein? Ich habe alles, ich habe eine große Villa, ich habe ein großes Auto, ich habe so viel Geld, ich habe alles, ich habe ein Ferienhaus in Frankreich, ich habe alles und trotzdem finde ich nicht meine große Liebe, weil sie auf dem falschen Weg sind, weil sie ihr Leben lang ihr Leben als Sklaven verbringen, als Sklaven dieser Illusion, weil sie nicht bereit sind, auf ihre Seele zu hören. Und es gibt Menschen, die haben nichts außer die große Liebe. Die haben die Liebe gefunden. Das ist das, auf was es ankommt. Liebe, Nähe, Zärtlichkeit, Gemütlichkeit. Das ist das, wo wir letztendlich eigentlich alle hinwollen. Aber nur ganz wenige finden das, wirklich diese große Liebe. Ich weiß, hier gibt es einige Zuschauer, die wirklich dieses ganz große Glück gefunden haben. Das ist so wertvoll. Das ist wertvoller als der allergrößte, dickste Diamant, der je auf dieser Erde gefunden wurde. Glaubt mir, es ist unglaublich wertvoll. Das ist das, wonach wir eigentlich streben sollten. Das ist das große Glück, das ist der große Erfolg. Aber stattdessen verwechseln so viele Menschen Erfolg mit materiellem Reichtum und auch leider mit Macht. Auch die Macht ist immer nur kurzfristig und immer nur oft auch mit einer Position verbunden. Das sehen wir bei der Bundeskanzlerin. Sie war Bundeskanzlerin, wurde gesagt, dass sie eine der mächtigsten Frauen Europas, vielleicht sogar der Welt sei. Und jetzt? Die Position ist weg, der Sessel ist weg. Jemand anders sitzt auf diesem Sessel oder auf diesem Stuhl und jemand anders hat jetzt diese Macht.
Vielleicht noch nicht. Vielleicht muss die oder derjenige, ist ja ein derjenige, in diese Position noch reinwachsen, wie man sagt. Es ist kurzfristig und es ist ein falsches Gefühl. Klar, wenn ich diese Macht nutze, um Gutes zu tun, um diese Welt zu verbessern, um dafür zu sorgen, dass nicht gespalten, sondern dass wir zusammenwachsen für tolle Dinge, für unsere Seele, für das, weshalb wir hier sind, dann ist es wunderbar. Dann ist es auch toll, dass diese Macht genutzt wird. Aber wie viele von uns sagen, ja, mir geht es super schlecht, ich habe immer nur Pech im Leben, weil ich, ja, ich weiß, ich habe als Kind schlechte Dinge getan, ich komme aus dieser schlimmen Familie, wir haben einen, wie sagt man in Englisch, einen Curse, wir sind bestraft, wir werden bestraft vom Schicksal, vom Schöpfer. Ja, ich akzeptiere meine Strafe, wir werden bestraft, denn unsere Familie war schon seit Jahrhunderten, war immer in unserer Familie Alkoholismus, wir haben immer schlimme Dinge getan in unserer Familie und deswegen bin auch ich Teil dieser Familie und deswegen werde ich auch ich bestraft. Nein, 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 der Schöpfer straft nicht. Der Schöpfer ist einzig und alleine Liebe. Die Strafe ist die, die ich mir selbst auferlege, indem ich mich klein mache, indem ich mir einreden lasse, dass ich bestraft werde, weil ich nicht gut bin in Mathe, weil ich nicht gut zeichnen kann, weil meine Familie seit mehreren Generationen vielleicht Alkoholismus oder was weiß ich in der Familie hatte, weil man mir sagt, ja, das ist genetisch, da kannst du nichts dran tun. Ihr alle wart, der Opa war schon Alkoholiker, der Vater auch, also bist du es auch. Das ist natürlich der einfache Weg. Dem Schöpfer, unserem Schöpfer, eine Ohrfeige erteilen. Damit erteile ich ihm eine Ohrfeige. Damit sage ich ihm, nee, ich bin nicht perfekt. Nein, ich glaube das nicht. Ich habe nicht das Vertrauen in dir. Ich ohrfeige ihm. Ja, das ist das Schlimmste, was wir tun können, indem wir uns selbst bestrafen. Es gibt keine Scham. Es gibt keine Sorge. Es gibt kein Schuldgefühl. Lasst es sein. Weg damit. Es ist nicht eure Aufgabe, das zu haben. Ihr werdet nicht bestraft. Ja, natürlich. Klar, jeder Einzelne von uns hat Sorgen. Gerade jetzt, wenn ich jetzt Angst habe, dass ich meinen Job verliere, aber ich kann aus der einen Perspektive oder aus der anderen Perspektive die Situation betrachten. Wenn ihr darüber redet mit anderen, ja, viele reden auch nicht über ihre Probleme, weil sie Angst haben, dass sie dann verurteilt werden. Wir verurteilen so schnell, andere Menschen verurteilen so schlimm. Siehste, der hatte den super Job, jetzt verliert er den. Der hat bestimmt was ganz Schlimmes getan. Es ist in der Familie und dann auch Schadenfreude. Oh, die Schadenfreude. Wie schlimm ist Schadenfreude? Es ist etwas ganz, ganz Negatives. Aber es macht mich stärker. Es macht mich stärker. Als ich meinen Job verloren habe, es gab so viel Schadenfreude um mich herum. Ich habe es gesehen in den Augen der Menschen. Ich habe genau hingeschaut und ich habe gedacht, wow, Schadenfreude. Danke, lieber Schöpfer, dass du mich mit diesen Menschen umringt hast, dass du mir gezeigt hast, wie ich auf dem Holzweg war, dass du mir gezeigt hast, dass ich da überhaupt nicht mehr sein möchte und dass du mir auch gezeigt hast, wo der richtige Weg hingeht, der Weg meiner Seele, wie stark ich tatsächlich bin. Ich bedanke mich für all die Menschen, die versucht haben, mir zu schaden. Meine Kritiker, die Schadenfreude, die hinter meinem Rücken gelästert haben. Es macht mich stärker. Aber es ist natürlich nicht einfach. Ich muss damit lernen, umzugehen. Es ist eine Auseinandersetzung mit mir selbst. Es fängt bei mir selbst an. Und ich kann daraus so sehr wachsen, so sehr stark werden. Ja, ich nehme die Herausforderung an. Es sind spannende, schwierige, herausfordernde Zeiten. Ich nehme sie an und ich bin bereit zu arbeiten an mich. Aber ich bin nicht bereit zu sagen, dass ich etwas nicht verdient habe. Der Schöpfer möchte, dass ich alles bekomme, dass ich alles haben kann. Er will nicht, dass ich klein bin. Er will jedem Einzelnen auf dieser Erde, gönnt er, will er, dass ich alles habe, alles bekomme. Aber nicht aus dem Ego heraus, sondern aus der Motivation heraus zu teilen, mein Erfolg
mein Glück, meine Liebe mit anderen zu teilen, in die Welt hinauszugehen und zu sagen, wir sind wunderbar, wir sind alle wunderbare Seelen. Letztendlich sind wir eine einzige Seele. Wir sind alle Geschwister, denn wir sind alle Kinder Gottes. Und wir haben alle gleich alles verdient.